seit US-Präsident Donald Trump zustimmte, die US-Botschaft nach Jerusalem verlegen zu wollen, gehen die Wogen hoch. Die Entscheidung, die umstrittene Stadt als israelische Hauptstadt, Stadt Tel Aviv, anzuerkennen, hat nach den Freitagsgebeten am 8. Dezember zwei Todesopfer gefordert. Im Designer-Outfit zwischen Palästinenser-Tuch TR General auf der Welt gehen Palästinenser auf die Straße. Auch vor der Londoner US-Botschaft wurde protestiert. Mitten unter den Demonstranten in Palästinenser-Chern stand Bella Hadid. Im weinroten Edelhosenanzug mit passendem Lippenstift und cremefarbenem Mantel mischte sie sich, mit entsetzt reinschauen dem Bodyguard, unter die Menschen, die Free Palestine-Plakate in die Luft streckten. Laut TMZ feierte Hadid vorher ganz in der Anhi der Botschaft. Wie lang sie auf der Demo war, oder ob sie nur kurz FR ein paar pressewirksame Fotos vorbeigeschaut hat, ist nicht ganz klar. Mohammed Hadid, Bellas Vater mit palästinensischen Wurzeln. Bellas Vater ist der jordanische Immobilienhändler Mohammed Hadid, der palästinensische Wurzeln hat. Auch Bellas Vater zeigte sich schwer enttäuscht von der Entscheidung Donald Trumps. Er hoffe auf ein friedliches Zusammenleben von Palästinensern und Israelis, das werde nicht einfacher durch Trumps Entscheidung. Die ebenfalls beärmteltere Schwester von Model Gigi Hadid landet sonst eher mit Nippelblitzern wie bei der Victoria's Secret Show in den Medien,